Yay. Und wieder Turbo. Die Trophäe sollte also dann auch in der Tasche sein. Von da haben wir auch das gesehen. Aber ich mag die Fischschwärme sowieso, also schwimme ich durch jeden, den ich sehe. Ah, was war das? Habt ihr das gesehen? Wie unfair! Das war fies! Das war fies! Oh! Jetzt wird's sehr spaßig. Ich wusste nicht, dass Muscheln hier auftauchen können. Oh, und die Lichtspiele. Begleitet mich auf meiner Reise. Findet Nemo! Und... Yes! Oh, das wollte ich schon beim letzten Mal machen. Geht's denn gut? Okay. Die anderen Viecher waren ein bisschen komisch. Die erste Musik fand ich etwas besser. Bei dem Turbogang. Aber die Muschel war fies. Ich habe das jetzt nicht erwartet, dass es währenddessen was kommt. Muss ich also auch hier die Augen offen halten. So, ach, ich dachte schon, was ist das für ein Geräusch? Wo kommst denn du her? Auch diesen Riesenscan, der funktioniert gar nicht ohne die anderen. Auch wenn ich den Nutzen immer noch nicht gefunden habe. So, diesmal schaue ich mich zuerst hier um. Ja, ja, ich habe dazugelernt. Vielleicht gibt es auch hier nie was. Aber ich könnte mir vorstellen, so einmal. Genauso wie beim Turbogang wahrscheinlich auch nur einmal die Muschel ist. So relativ am Anfang, dass man zukünftig jetzt immer schaut und es eigentlich nie wieder vorkommt. Das war so typisch gemein von Entwicklern. Gut, das Gebiet ist aber etwas kleiner hier und es ist nicht viel los. Gut, letztendlich weiß ich nicht, wie hoch das steigt. Deswegen schaue ich mich auch hier um, wobei ich denke, hier kann ich mich auch später umsehen. Das Gebiet ist aber groß. Hallo, wie weit geht's noch? Ach so, so weit bin ich jetzt. Regnet es draußen? Ne, hat sich nur so angehört. So, da ist die Tür, die weitergeht. Ja gut, also unten gab es nichts und ich hoffe mal, dass das, was auch immer, magische Wasser nicht so hoch steigt, dass ich mich auch hier weiter umsehen kann. Dann geben wir wieder einen Teil von unserer Seele ab. Ich hoffe, wir basteln hier nicht an Horcruxen. Wunderschön, mystisch wie ihr und ihr. Ah, guck mal, das ist das erste, das wir aktiviert haben. Sehr schön. Die Geister der Fische. Und die anderen sind noch ausgeschaltet. Wenn ich von hier alles sehe, müssten es nur noch zwei sein. Komisch. Das sieht aber mal geil aus. Mega. Und nochmal, Herr Glibber, ich habe wieder einen Teil meiner Seele für dich.
Ah, die Orcas. Endlich wieder hell. Das tut eigentlich am meisten gut. Ich weiß zwar nicht, was mechanische Tode damit zu tun haben, wenn ich Sachen zum Leben erwecke, aber hey, was soll's. Die chillt hier so richtig. Die chillt hier. Suppenschildkröte. Wer kann bitte auf diesen Namen? Am Ende kann man aus der gar keine Suppe machen und es wurde irgendwie nur nach Äußerlichkeiten so benannt. Hier viel schöner sieht es jetzt aus. Ich suche natürlich nach allem möglichen. Bisschen weniger Fische hier oben zumindest. Da hinten ja, aber irgendwie kommt nicht weiter. Hier komme ich, denke ich, her. Auch das Lila hier ist sehr schön. Keine Ahnung, ob es die Pflanzen echt gibt in der Form, aber was soll's? Es sieht gut aus. Und das ist das Wichtigste. Hier ist aber tatsächlich weniger los. Scheint für mich aber wie so eine Tribüne zu sein, gell? Ah, hier geht's weiter, okay. Als ob man hier drin sitzen kann und da sich irgendein Theaterstück oder so ansieht. Oder für die männlicheren unter euch ein Gladiatorenkampf. Auch wenn ich das hier bezweifle. So, da ist auch schon die Statue. Das war klar, dass es hier wieder eine gibt. Durch den Stein meditieren. Solche und noch viele andere Fähigkeiten kann man dabei lernen. Einige kennen wir aber schon. Hier haben wir den wunderschönen Orca. Auf den werde ich auch noch gleich reiten. Marmordrückerfisch. Ja, sieht aus, als ob du aus dem Drucker kommst. Die kennen wir auch schon. So, dich kennen wir auch. Ich mach so ein kleines Ründchen wieder. Entweder sind andere Fischsorten schwerer versteckt. Und deswegen finde ich keine so einzel rumchillenden. Ich komme auf den Namen immer noch nicht klar. Da vorne bin ich. Seht ihr mich? Da, ganz hinten. Wunderbar. Ich schau kurz da oben noch lang.
Ich weiß gar nicht, ob Muscheln hier überhaupt auftauchen können. Die Lichteffekte, die feiere ich echt. Und ab ins Unbekannte. Ist das wieder ein Kapitelende hier? Weil das Muster kommt mir bekannt vor, so wurde das zweite Kapitel beschrieben. So, wieder mal hieroglyphisch. Sehr angestrengt. Einen Moment, ich muss noch kurz übersetzen. Ah, hier haben wir wieder die Übersicht. Ah, guck mal. Da war da unten doch keine Muschel. Okay, dann war das das ganze Kapitel und das erste war Tutorial? Oder war das auch so das erste Kapitel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheinen wir schon im zweiten zu sein. Der Hai kam und nahm den Bewohnern ihre Seele. Ich habe keine Ahnung. Und der nicht irgendwelche witzigen Zeichen hier eingebaut oder sind das alles nur Pseudosachen? Also erfunden und sowieso. Ich denke, das ist zum Beispiel ein Gummi-Engine hier. Da. Das ist eine Taube, keine Ahnung. Sieht aus wie eine Zunge, die rausgestreckt ist. Was für ein Muster man sich alle ausdenken kann. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich dachte, es kommen Ladezeiten. Bruder, bei euch läuft's. Habt ihr Spaß? Ich mach mit. Hi. Alter. Oh, die fressen dabei sogar gleichzeitig. Sieht zumindest so aus. Was passiert, wenn ich das hier mache? Nee, da lassen sie sich nicht großartig beeindrucken. Die schwimmen einfach weiter. So. Da, da ist wieder diese tolle Tür. Wolltest du mir was sagen? Ich dachte, er hat was gesagt. Dann, wow, das ist nicht der Hai, aber nenne. Ah, ich habe vergessen, auf dem Blauwal vorhin. Ne, nicht Blauwal. Buckelwal. Blauwal? Ach, keine Ahnung. Auf dem Großen auf jeden Fall zu reiten. Dann holen wir es hier nach. Wobei mich wundert, dass hier was ist. Ich hätte eigentlich gedacht, ich muss die erst wieder befreien. Kann ich überhaupt auf den reiten? Wenn nicht, ich kann nicht steuern. Was bist du denn? Ist es Backen? Sieht er so aus oder ist er nur verbuggt? Der sieht doch nicht so aus. Das sind aber auch andere Tiere hier. Hä? Willst du mir erzählen, der sieht so aus? Ich kann die übrigens nicht reiten. Was haben wir hier unten? Wie tief geht's eigentlich? Gibt's hier einen Boden? Ich schwimme auch noch nach unten. Ja, da ist was. Sehr gut, mein Licht geht an. Mir geht ein Licht auf. Und hier befreien wir zumindest. Und die Fuchshaie. Oh, was ist das? Muschel? Ja, Muschel. Okay, sag kurz noch irgendwas Technologischem aus. Das freut mich, dass mit den Muscheln das so abgeht.
Aber die internen 100% sind eh jetzt nicht das Schwierige gewesen. Das hätte ich jederzeit nachkontrollieren können. Die Achievements, die es außerhalb gibt. Bei manchen Spielen gibt es ja echt absurde Achievements. Was weiß ich, sowas wie... Gut, mir fällt kein Beispiel ein. Wenn man zum Beispiel in irgendeinem Spiel verschiedene Nahrungsmittel essen kann, um sich zu heilen. Nee, es wäre auch kein gutes Beispiel. Ach, keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Zumindest die Gamer unter euch. Und die, die zumindest mit Games was zu tun haben. Ja, ich weiß schon, wo es weitergeht. Danke. Aber nur ein von diesen komischen offenen Mündern gibt es, gell? Der war halt so auffällig. Zack, zack. Einmal hoch, bitte. Ich weiß, ich habe eine Muschel und die Dinger schon befreit, also nur das hier fehlt noch. Aber ich schaue mich trotzdem gerne um. Was bei dem anderen Ausreiz? Habe ich es vergessen? Gut, den kennen wir schon. Gut, es muss nicht in jedem Gebiet gleich 100 neue geben. Da wäre man auch ein bisschen überfordert. Machi, machi! Oh, ganz ehrlich, du hörst dich lecker an. Es tut mir leid, aber du siehst zwar nicht besonders lecker aus, aber du hörst dich lecker an. Wen sehe ich? Ach, den... den ganzen Schwarm, okay. Ah, okay. Was auch immer das war. Wen habe ich denn im Visier? Also irgendwie die Kamera spinnt gerade. Ich habe keinen im Visier. Doch, jetzt die Riesenstachel. Okay, ich hänge irgendwie immer bei denen fest. Na dann. Dann können wir auch weitergehen. Noch jemand zum Reiten hier? Ansonsten gehe ich zu Fuß. Das ist der Rückweg, gell? Ja, ich hab's bemerkt. Danke, danke. Ihr müsst nichts mehr sagen. Ich hab's gecheckt. Dann kann ich zumindest hier nochmal durch den Schwarm. Ey, das sieht heftig aus. So, die Pretorators Videos streckt sich dadurch natürlich extremst, aber was soll's? Die Oberfläche checke ich noch kurz ab. Wie sieht's denn da aus? Hier machen die sich etwas breiter. Vor allem gingen die nicht so weit. Ja, spannend wie... Ich wollte nicht tauchen. Ja, danke, danke. Spannend wie eh und je. Detailreiche Wolken. Blauer Himmel. Sehr spannend. Viel zu sehen. Lass mich mal kurz gucken. Ja, immer noch so spannend wie vorher. Okay, dann lasst es weitergehen. Ja, ich habe tatsächlich irgendwas im Kopf, aber mir fällt es nicht genau ein, deswegen hoffe ich mal, dass es noch nicht hier war. Aber ich spoilere natürlich nicht. Und hier wieder diese alte Zivilisation. Die Brücke macht hier aber nicht so viel Sinn eigentlich, wenn das Tor erst da oben ist, Jungs. Das macht nicht so viel Sinn.
Ta-da-da-da. Ach, ich merke gerade, das Ding macht das gar nicht auf. Damit haben wir auch dieses Kapitel beendet.